Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr habt jede Menge Apps auf eurem iPhone 13 und verliert langsam den Überblick. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr Ordner erstellen solltet. So könnt ihr zum Beispiel alle Shopping-Apps in einen Ordner Shopping zusammenfassen und verbraucht dann viel, viel weniger Platz. Wie ihr Ordner erstellen könnt auf eurem iPhone 13, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie wir Ordner erstellen können auf dem iPhone 13. Ich habe jetzt hier jede Menge Apps, das könnten auch irgendwelche Apps wie Amazon oder irgendwas anderes sein. Und wir können jetzt Apps einfach zusammenfassen in einen Ordner. Und jetzt nehme ich mal diese letzten drei, die passen irgendwie so zum Thema Multimedia oder Media oder so. Und das Einzige, was ich machen muss, ist einmal hier irgendeine dieser Apps mal nehmen, die lange gedrückt lassen, bis jetzt hier alle Icons hier so ein bisschen rumwobbeln. Und dann kann ich die einfach über eine andere App drauflegen. Und dann seht ihr, erstellt sich automatisch ein Ordner. Ich kann jetzt hier weitere Apps reinlegen, wie so. Und jetzt habe ich dann diese Apps hier in diesem Ordner. Ich kann jetzt diesem Ordner einen Namen geben. Ich nenne es einfach mal Media und sage jetzt einmal fertig, gehe raus und rechts oben fertig. Und dann seht ihr, jetzt habe ich hier meinen Ordner. Also anstatt drei Plätze zu belegen, belege ich dann nur noch eins. Ich kann in jeden Ordner hier 9 Icons reinlegen und dann auch noch mehrere Seiten erstellen. Also ihr könnt damit wirklich richtig, richtig viele Apps in einen Ordner packen. Am praktischsten ist es natürlich, wenn ihr maximal 3 habt, weil ansonsten müsst ihr hier auch wieder rumwischen. Aber das ist eben, wie man einen Ordner erstellt. Wenn ihr jetzt diesen Ordner wieder auflösen wollt, dann ist das auch sehr einfach. Ihr geht einmal jetzt hier drauf und zieht den einfach mal einmal raus. So, jetzt lege ich den mal einmal hier nebendran und nehme jetzt den hier, nehme iMovie jetzt auch mal raus und lege den auch nebendran. Und ihr seht, dass der Ordner hier immer noch aktiv ist. Aber wenn ich jetzt die letzte App rausnehme, dann verschwindet dieser Ordner und jetzt habe ich es so, wie ich es vorher auch hatte. So könnt ihr Ordner erstellen auf dem iPhone 13. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.